Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Forgotten Ones. Es geht weiter, hoffentlich ein bisschen länger als letztes Mal. Das war mich gar nicht so lange aufgenommen, wie mir auffiel, was eigentlich sehr schade war. Aber naja, ich fange gleich an. Ich erinnere mich an nichts mehr und es geht los einfach mal. So, hier war eine Tür, ne? Hier sind wir letztes Mal nicht lang gegangen. Wir gingen jetzt hier lang. Es ist arschkackenduster hier. Oh, hier ist nämlich eine Tür. Die habe ich nicht gesehen. Und Ladezeit. Das Spiel besteht aus 80% Ladezeit. 20% sind davon höchstens mal vielleicht Gameplay oder wo man rumlaufen kann vielleicht. Aber das ist wirklich fast immer Ladezeit. So, wo sind wir? Wir sind oben. Als wir waren letzte Folge, ja, waren wir da unten gewesen im Saal. Sind in Richtung Küche gegangen. Jetzt sind wir oben, da wo Dr. Schinzel stand. Das ist cool. Hier ist Blut. Das ist cool. Das spielt ein ganz großes Manko, und zwar nämlich, dass du nicht die Sachen direkt aufheben kannst. Das Problem ist immer, du hebst alles rundherum auf. Wenn ich sage zum Beispiel, ich würde ganz gerne das Buch aufnehmen. Ja, ich habe die Tinte aufgenommen. Ich würde das Buch trotzdem gerne aufnehmen. Jetzt habe ich das Buch aufgenommen. Das ist so ein großes Manko, was mir beim Spiel sehr missfällt. Aber erstmal sagen, wir gehen erstmal gleich die Tür hier rein. Und Ladezeit. Wie gesagt, das Spiel hat sehr, sehr viel Ladezeiten. So, nächste Woche kriege ich dann mein neues Mikrofon. Da freue ich mich extremst drauf. Ich weiß aber nicht, wie lange das dort bis... Alter. You will die. You can't escape. Okay. Wie gesagt, nächsten Monat kriege ich dann mein neues Mikrofon zum Glück, Gott sei Dankerweise. Gott sei Dankerweise, Alter. Was ich sehr gut finde, weil das Mikrofon fuckt mich doch tatsächlich langsam ab. Das ist nicht witzig. Es, oh Gott, ja, Gänsehaut. Die Herren. Und neues Mikrofon ist ganz gut. Ich hab eine Maus gehört, cool. Neues Mikrofon, weil die ist langsam... mein Mikrofon ist langsam kaputt. Weil es mal runterfällt und Hitze des Gefechts immer, wenn ich gerade aufnehmen will. Dein Mikrofon raussuchen! Wo ist es denn? Wo ist es denn? Anstöpseln! Dann dauert das immer. Alter, ich höre hier ein Heulen, ne? Ich kann hier rein. Oh shit. Hallo Himmler. Oh Gott. Oh Gott. Erstmal ein Stefano aufheben, die ich hier gefunden habe. Alter, das ist nicht witzig. Drei Sachen, die man in einer Videospiel-Horrorgeschichte oder in Horrorspielen allgemein nicht macht, sind kleine Kinder. Babys, Frauen und Geräusche. Entschuldigen Sie? Hat die ein Messer in der Hand? Oh Gott! Oh Gott! Das ist nicht witzig. Oh Gott. Was ist das für ein Geräusch? Was ist das für Musik? Oh Gott. Alter. Alter, das ist nicht witzig. Hier ist ein Speicherbuch. Oh Gott, ich verspeichern.
Das ist nicht witzig, hört auf damit. Und dann... Alter. Hört auf damit. Alter, das ist nicht witzig. Also das ist absolut nicht witzig. Nee, ich gehe. Ich gehe, Alter. Nein, nein. Alter, what the fuck? Ich krieg, oh Gott. Das sind 30 Trilliarden Grad, sieht das gerade hier in meinem Zimmer. Mir läuft die Suppe gerade hier den Kinn runter. Mir ist warm und das liegt nicht nur am Wetter, sondern es liegt auch an der Atmosphäre, Alter. Das ist doch nicht wahr. Alter. Okay, da gehen wir dann erstmal demnächst nicht mehr rein. Danke. Alter, what the fuck? What the fuck? Alter, ich schwitze jetzt schon und wir haben gerade erst angefangen. Junge, mach mich noch nicht fertig. Keine Munition mehr. Sind wir draußen? Wir sind wieder draußen. Hat sich krass bewegt. Cool, ein Bolzenschneider. Davon habe ich ja auch noch nicht so viele. Der ist tot. Hoffe ich. It was my first encounter with a divorced one. I barely managed to slit its throat. The next day I could see a scar on his throat. He watched me in a fire of death. Okay. The door is blocked. Okay. Ich habe mal ein bisschen geguckt und auch ein bisschen rumgefragt und mir ein paar Dings angeguckt. Das Spiel soll relativ kurz sein. Und ich denke mal einfach, dass das Spiel nicht mehr lange gehen wird tatsächlich. Wenn wir uns jetzt in einem zügigen Tempo, wenn wir uns in einem zügigen Tempo vorwärts bewegen, müssten wir es tatsächlich schaffen, in zwei Parts zu Ende zu sein. Oder zu Ende zu sein, das Spiel zu beenden. Alter, mach doch nie so einen Scheiß. Müssen wir schaffen, in zwei Parts zu Ende zu sein. Hier ist ein Medipaket, das ist cool. Das heißt, ja. Zwei Parts. Ist doch super. Hoffentlich. Und dann war's das. Stefano Collected. 1 von 5 habe ich, glaube ich, gerade gesehen. Werden die mir irgendwo gelistet? Nicht, ne? Hier irgendwo? Achievements? Hier sind Achievements. Die habe ich erst sehr spät gesehen. Justin Bieber gibt es auch einen Erfolg. Oh, shit. Okay. The Book of Darkness. The End for Now. Beat the Game. Sorry. Mad Boy. You killed a tourist. Okay. Vengeance. Schinzel is forever by dir. Almost dead, almost. Slender. You made friends. You spared the tourists. Okay. Ja, es gibt... Es gibt Erfolge hier. Achievements. Finde ich cool. Und... Ich bin gerade ein bisschen leise, weil ich höre, ob jemand wieder weint. Mir läuft die Suppe echt runter. Ich kletter mal hier überall rauf, um zu gucken, ob irgendwas liegt, aber hier liegt soweit nichts. Fuck you. Fuck you. What the fuck? Fuck you.
Fuck you! Du kleiner Wichser! Du kleiner Wichser, du! Du kleiner Wichser! Du kleiner Wichser, du! Du mieses, kleines Arschloch! Right Winky, that looks pretty special. Its structure is you. This key looks pretty special. Its structure is usual? Alter, ich bin fast tot. Alter, ich bin fast... Fuck you! Fuck you! Das ist nicht dein Ernst! Man kann sterben im Verbluten? Fuck you. Fuck you, mieser Wichser. Wo habe ich ihn gespeichert? Na so! Fuck you. Du mieser kleiner Wichser, du. Oh, du mieser kleiner Pimmellecker. Das ist doch nicht dein Ernst. Da hat er mich hardcore gekillt. Und ich bin nicht mal gestorben, ich bin einfach verblutet. Fuck you. Das ist... Nein, Alter. Man kann verbluten in dem Spiel, Mama. Mama. Fuck you, das ist nicht dein Ernst. Mach die scheiß Tür auf, Junge. Es regnet, ich werd nass, Mama. So, hier, fuck you, so, B. Hier, Boardcutter nehme ich mit, das nehme ich mit, bla bla, fire to death, fuck you. Mitnehmen. Vorne Boardcutter. Halt die Fresse, du Wichser. Ja, fick dich mal. Witz. Ach, nee. Unfair zu stellen, da machen die Gegner auch so verdammt viel Damage. Oh nein, gruselige Bretter. Jemand heulen. Mami, ich hab meine Tage. Den Fresse, du Wichser. Ey, ohne Witz, was ist doch voll unnötig mal. So, komm her. Da. Du, mieser kleiner Bodenkobold. Ja, ich habe wieder keine Munde. Fuck you. Er rennt, als ob er sich in die Hose geschissen hat. Und dann macht der Wichser auch noch so viel... Ja, fuck you. Fuck you mal. Ja, fuck you. Fuck you. Nee, ohne Witz, sowas ist voll unfair, ey. Ohne Witz mal, ja. Boah, pisst mich das Spiel schon wieder an, ey. Ich kann nicht mehr rennen. Boah, so eine unnötige Sache einfach nur. Oh, Laterne raus, zack. Mann, das ist einfach unnötig, wenn man einfach random Gegner, also wenn man Gegner spawnt, die einfach noch zu stark sind und die hat einfach zwei Schläge einfach, heißt, die dir zwei Nackenschellen geben und du einfach daran verreckst. So, ich gehe jetzt hier lang, mach die Tür auf. Ich habe kein Medipaket mehr bei, ne, sehe ich gerade, also muss ich das hier gleich bei das gleich hier nehmen. Boah, ich hab schon wieder so keinen Bock mehr, ey. Bretter! Oh nein. Oh. Mii! Fuck you! Meine Huren! Du bist voll gruselig und so, nicht Wichser. Komm her! Und jetzt, der Lappen rennt auch noch so, als ob er sich in die Hosen gekotet hat, der miese Wichser. Nach, du Juan. Ich
So, meine Zeit ist abgelaufen, du Wichser, ja? Fick dich mal. Spasti. Ah, Zeit ist abgelaufen hier. Speichern hier, hallo? Speichern. Zack. So, alles klar. Mann, Alter, das Spiel ist so unfair an manchen Stellen, einfach nur so eine Wichse. Okay. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen heute von Let's Play The Forgotten Ones. Hoffentlich nur noch zwei Parts oder drei Parts und danach mal gucken, wie es weitergeht. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst doch eine Bewertung da und sagt mir eure Meinung, wie es aussieht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.